Der Bergpark Wilhelmshöhe in der nordhessischen Großstadt Kassel ist mit einer Fläche von 2,4 Quadratkilometern der größte Bergpark in Europa und ein Landschaftspark von Weltgeltung. Am 23. Juni 2013 wurde er als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Fangen wir gleich mit unserem ersten Ziel der Tour an, der Löwenburg. Diese Burganlage wurde von Landgraf Wilhelm IV. In den Jahren 1793 bis 1801 als fiktiver Stammsitz seines Herrschergeschlechts errichtet. Inspiriert wurde es vom Stil englischer Gartenanlagen. Dazu kam auch, dass es eine der ersten pseudo-mittelalterlichen Burganlagen Europas wurde. Wegen der geschickt inszenierten Sichtachsen ist es einer der Blickfänge in diesem Bergpark. Von außen erscheint die Löwenburg als mittelalterliche Burgruine. Im Inneren jedoch ist sie in einem Spätbarockstil gehalten. Dies kann ich jedoch leider nicht zeigen, da sie im Moment restauriert wird. Für die gesamte Ausstattung der Burg sammelte Wilhelm IV. Kostbarkeiten aus mehreren Jahrhunderten. Dies war ein Resultat seiner Leidenschaft für das mittelalterliche Rittertum. Er war also ein sehr vermögender Mann mit sehr viel Geld und sehr viel Zeit. Unsere Tour führt uns nun an kleinen Bächen vorbei zu den Steinhöfer Wasserfällen. Diese stammen ebenfalls aus der Zeit von Wilhelm IV., ungefähr 1758. Die Wasserkunst soll als Darstellung der Urgewalt des Wassers dienen, als Symbol des absoluten Machtanspruchs. Es soll das Bild eines aufgegebenen Steinbruchs inszeniert werden, der von der Natur zurückerobert wurde. Das Wasser breitet sich dabei über einen ca. 60 Meter breiten Hang aus und soll damit die Allmacht des Herrschers verdeutlichen. Es scheint sich langsam ein Muster herauszukristallisieren, oder was meint ihr? Dieser Wasserfall spielt eine zentrale Rolle in der Versorgung der anderen Wasserinstallationen im Park. Keine Sorge, zu denen kommen wir auch noch. Es gibt sogar eine richtige Vorstellung mit diesen Wasserinstallationen. Diese kann man vom 1. Mai bis zum 3. Oktober bewundern. Kommen wir nun zum Teil der Tour, den jeder wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen hat. Das ca. 70 Meter hohe Oktagon, gekrönt von der Herkulesstatue an ihrer Spitze. Über die großen Kaskaden stürzt das Wasser ins Tal. An den Vorderkanten angebrachte Spiegeleisen leiten das Wasser gleichmäßig darüber, sodass am Ende ein spiegelnder Schleier entsteht. Das untere Wassertheater, das ihr nun seht, zeigt Neptun. Der römische Gott entspricht dem griechischen Wassergott Poseidon und war ursprünglich vermutlich der Gott der fließenden Gewässer, der springenden Quellen oder sogar des Wetters. Begleitet wird das ganze Schauspiel auch von Zentauren und Faunen, deren Statuen sich in der Mitte der Installation befinden. Die Klänge ihrer Instrumente begleiten die ganze Wassershow. Und für alle, die es interessiert, hier ist ein Clip von mir, wie ich die ganzen Treppen hochlatsche. Treppen. Ja, so dein Gegner. Aber. Das ist ganz nett. Kann man mal machen, wa? Wenn man nun ganz oben angekommen ist, wird man mit dem wahrscheinlich besten Blick über die Stadt Kassel belohnt. Nachdem man wieder zu Atem gekommen ist, versteht sich. Aber keine Sorge, am oberen Ende befindet sich ein Parkplatz, also man kann direkt hier hochfahren. Gekrönt wird das Ganze von einer Pyramide, an deren Spitze thront Herkules, der Sohn des Zeus und Held aus vielen Legenden. Doch jetzt begeben wir uns wieder auf den Weg nach unten, um unsere Tour fortzusetzen. Unser nächster Stopp wird die Teufelsbrücke sein. Das Wasser, das ihr hier seht, stürzt in einen ca. 10 Meter tiefer liegenden Teufelsteich. Die Namen der Teufelsbrücke und des Teufelsteichs stehen in Zusammenhang mit der angrenzenden Pluto-Grotte. Einer alten Sage nach soll Pluto, der römische Gott der Unterwelt, in dieser Grotte gesessen haben. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Höhepunkt dieser kleinen Entdeckungstour. Das Aquädukt. Die imposantesten Aquädukte wurden in Rom errichtet. Diese Konstruktionen führten das Quellwasser aus dem Gebirge bis zu 150 Kilometer weit über Täler, Schluchten und Abgründe oder durch Höhlen. Große Strecken der römischen Aquädukte verliefen also am Erdboden oder unterirdisch. Diese eindrucksvollen Brückenbauwerke wurden errichtet, weil man bei größeren Entfernungen Druckleitungen vermeiden wollte. Dieser Stopp unserer Tour symbolisiert die technische und architektonische Meisterleistung der Römer. Jedoch wurde mit der Darstellung des ruinenhaften Aquäduktes und des scheinbaren Sieges der Natur über die menschliche Fähigkeit der Konflikt zwischen Technik und Natur thematisiert. Kommen wir nun zum letzten Stopp unserer Tour, dem Fontänenteich. Dieser wurde persönlich von Wilhelm IV. Gestaltet. Wenn die Vorstellung stattfindet, entspringt dem See eine ca. 50 Meter hohe Wasserfontäne. Danke, dass ihr es bis ans Ende des Videos geschafft habt. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß und vielleicht kann ich euch sogar davon überzeugen, den Kanal zu abonnieren und auch einen Daumen nach oben dazulassen.
Welches der heutigen Bauwerke hat euch am besten gefallen? Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Im nächsten Monat geht es dann nach Schottland und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.